David Icke an der 20. AZK. Wenn man die Welt als eine Reihe von zufälligen Ereignissen betrachtet, ergibt das keinen Sinn. Aber wenn man diese Punkte miteinander verbindet, stellt man fest, dass sie tatsächlich alle miteinander verbunden sind. Es ist ein globales Netzwerk von Geheimgesellschaften, die von außen oder im Schatten derjenigen operieren, die die Welt zu regieren scheinen. So. Wenn man sich die gesamte Grundlage dieser globalen Verschwörung zur Kontrolle der Menschen ansieht, sie auf Wahrnehmungskontrolle basiert. Wir verhalten uns so, wie wir es tun, weil wir so wahrnehmen, wie wir es tun. Deep. Als Ergebnis dieser Unterwanderung hat sich der Kern der alternativen Medien wieder zum Marionettentheater zurückentwickelt. Crazy, Digga. Du musst das Bewusstsein dafür bekommen. Hast du das Bewusstsein dafür nicht, bist du ein Sklave und du merkst es nicht mal. Wir sind ein ewiges, unendliches Bewusstsein. Wir alle. Wir sind alle Ausdruck eines Ganzen. Jetzt, ich würde den gerne Namen nehmen, Digga. Ich schwöre dir. Und wenn wir das erkennen, dann wird uns keine Sekte mehr kontrollieren können. Und sie wollen nicht, dass wir genau das wissen. Amen, Bro. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt David Icke an der 20. AZK. Aufdeckung der Welttyrannei und ihrer Kriegsstrategien. David Icke, den Mann hat da. Ich habe richtig Bock drauf, mal wieder ein Video von David Icke zu sehen und ihm zuzuhören. Ich mag auch seine Stimme und vor allen Dingen mag ich auch, wie er die Dinge halt echt auch klar auf den Punkt bringt oft. Deswegen, Shoutouts gehen raus an David und an euch natürlich. Ich habe euch lieb. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen. Abonniert den Kanal und jetzt geht der Peter los. Und los. Awesome. Wunderbar, fantastisch. Danke, David Icke, dass Sie uns zur 20. AZK in Ihr Studio eingeladen haben. Ja, kein Problem. Es ist wirklich schön, euch hier zu haben. Das ist wunderbar. Zu den vielen Serien, die Sie machen, gehört auch die Dot Connector-Serie. Worum handelt es sich dabei? Was ist Ihr Gedanke dahinter? Dot Connector. Wenn man die Welt als eine Reihe von zufälligen Ereignissen, zufälligen Geschehnissen betrachtet, ergibt das keinen Sinn. Ist so? Warum tun sie das? Warum tun sie es auf diese Weise? Warum machen sie es nicht so? Man muss die Punkte verbinden, deswegen sind wir hier, meine lieben Freunde. Schwurbel TV, Tinman, Alter, und weiter. Es wäre doch besser, wenn sie es so machen würden, und so weiter und so fort. Warum passiert das? Aber wenn man diese Punkte, diese Ereignisse miteinander verbindet, stellt man fest, dass sie tatsächlich alle miteinander verbunden sind. Und wissen Sie, die Leute sagen manchmal über mich, du siehst überall eine Verschwörung drin. Nein, das tue ich nicht. Ich sehe eine Verschwörung, die die Welt in eine globale Dystopie verwandeln soll. Und diese eine Verschwörung hat endlose Facetten und Formen. Aber es ist tatsächlich eine Verschwörung. Ja, es ist eine Sache, die ich auch immer mal wieder hier im Chat anspreche. Miese Verschwörungstheoretiker sehen halt, vermuten halt oder sehen bei vielen Dingen halt, eine Verschwörung, weißt du? Manche von denen tendieren dann dazu, halt sehr skeptisch und, ich will nicht negativ sagen, aber immer irgendwas Böses zu vermuten, das kann natürlich auch so ein bisschen an deiner Lebenslust kratzen, so, weißt du? Das habe ich auf jeden Fall gesehen, wenn ich mich mit Leuten auch unterhalte, die sich mit ähnlichen Sachen beschäftigen wie wir und dann halt sehr, die sind halt sehr, da geht so ein bisschen Lebensfreude verloren, weil überall nur Böses ist, so, weißt du? Und da versuche ich halt hier auch ein bisschen die Waage zu behalten, zwischendurch mal einen Joke zu machen, das Lachen nicht zu verlieren und die Dinge nicht zu ernst zu nehmen. Und es geht meiner Meinung nach nur, wenn du parallel zu dieser Beschäftigung mit diesen Themen auch in die Spiritualität reingehst und verstehst, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Und dass es auch wichtig ist, dich um dich selbst zu kümmern, zu meditieren, die Dinge wieder loszulassen und zu verstehen, dass Gott einen Plan hat, weißt du? Wenn man das nicht hat, dann wird man, glaube ich, sehr, sehr miserabel mit der Zeit, weißt du? Und das ist nicht schön, weil wir müssen die Zeit hier auf der Erde definitiv auch genießen und glücklich sein und lebensfreudig sein und ja, unseren Traum leben. Es ist tatsächlich eine Verschwörung. Es ist ein gigantisches Netz. Und das trifft buchstäblich auf das zu, was ich die globale Sekte nenne. Es ist ein globales Netzwerk von Geheimgesellschaften, die von außen oder im Schatten derjenigen operieren, die die Welt zu regieren scheinen. So.
Das ist interessant. Wir werden das in den nächsten Fragen noch etwas vertiefen, denn ich würde gern in diesem Interview eine Art Punkte-Verbindungsstil anwenden, bei dem wir verschiedene, scheinbar nicht zusammenhängende Themen betrachten und herausfinden, wie sie zusammenhängen. Beginnen wir also, wie bei jedem guten Gespräch, mit dem ersten Punkt, dem Wetter. Es war ein toller Sommer, nicht wahr? Das war ja schön kühl, zumindest hier in Deutschland. Wie war er in Großbritannien? Was für Wetter, scheiß auf Wetter, geh mal in die Themen jetzt rein. Ja, die Heizung war an, saß im Mantel vor dem Fernseher. Ja, es war wirklich warm hier. That's a classic. Aber wissen Sie, das ist ein Klassiker. Ich habe einen Spruch. In England ist Wetter noch schlimmer als bei uns, gell? Kenne das Ziel und du wirst den Weg dahin sehen. Und damit meine ich, dass Sie wissen sollten, wohin wir geführt werden. Die Schritte, die uns dorthin führen, werden dann Tag für Tag, Woche für Woche offensichtlich. Outcome is that is planned. Und das Ergebnis, das geplant ist, ist, dass wir in einer zentral diktierten globalen Dystopie leben, in der es am Ende nicht einmal gewählte Politiker gibt, sondern eine sogenannte Technokratie von ernannten Leuten, ernannten Bürokraten, wie die Europäische Union. Ernannte Bürokraten und Technokraten und Ingenieure und Gesundheitsexperten und all diese Dinge, die tatsächlich die Entscheidungen von einem zentralen globalen Punkt austreffen. Schauen Sie sich diese Weltgesundheitsorganisation an. Sie ist das Sprungbrett zu dieser globalen Dystopie. Dahin führen sie uns also. Die Idee ist auch, dass, wenn man sich die gesamte Grundlage dieser globalen Verschwörung zur Kontrolle der Menschen ansieht, sie auf Wahrnehmungskontrolle basiert. Wir verhalten uns so, wie wir es tun, weil wir so wahrnehmen, wie wir es tun. Deep. Die Menschen haben dem Covid-Schwindel nachgegeben, weil sie glaubten, dass es sich um ein gefährliches Virus handelte. Und sie glaubten, dass der gefälschte Impfstoff, der nach früheren Kriterien kein Impfstoff ist, ein Weg war, sie vor dem gefährlichen Virus zu retten. Real Talk. Diese Wahrnehmung führte dazu, dass sich die Menschen weltweit faschistischen Zwängen unterwarfen. Wenn man also das Verhalten kontrollieren will. Guck mal jetzt ganz kurz, ne? You now make a point of that's an investment criteria for you. Well, behaviors are going to have to change, and this is one thing we're asking companies. You have to force behaviors and der Larry, der Kelp. At BlackRock. Er sagt es einfach. We are forcing behaviors. BlackRock, we are forcing behaviors. 54% of the incoming class are women. We added 4 more points in terms of diverse employment. Ja, jo, Digga, du forst behavior. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Muss man auch die Wahrnehmung kontrollieren. Und wenn man das Verhalten kontrolliert, nun, dann ist es das, was wir gemeinschaftlich die menschliche Gesellschaft nennen. Where do perceptions come from? Und dann stellt sich die Frage, woher die Wahrnehmung kommt. Nun, sie kommt von den erhaltenen Informationen. Ob es sich nun um eine Nachrichtensendung, einen Beitrag auf Facebook oder eine persönliche Erfahrung handelt. Wir bilden unsere Wahrnehmungen aus den Informationen, die wir erhalten. Und aus diesen Wahrnehmungen ergibt sich unser Verhalten. Wir müssen Verhalten erzwingen bzw. kontrollieren. Aber das geht nur mit Wahrnehmung halt. Deswegen musst du die Wahrnehmung kontrollieren. Und das Beispiel mit Covid war perfekt. Und insgesamt ist dieses Verhalten die menschliche Gesellschaft. Und hier kommt die Zensur ins Spiel. Denn bei ein Kelp ist sowas wie ein HS. Nee, Kelp ist mehr so wie ein Dog. In Arabisch. Zensur geht es darum, die Informationen zu kontrollieren, die die Menschen erhalten. Und so ihre Wahrnehmung zu kontrollieren. Aus diesem Grund wurde während des Covid-Schwindels jeder, der die offizielle Darstellung
und dann die offizielle Darstellung des gefälschten Impfstoffs in Frage stellte, wie ich, aus dem Mainstream-Internet gelöscht. Von YouTube, von Facebook und so weiter. Wegen der Kontrolle über die Wahrnehmung. And this has long been the plan all along, that you move. Und die Idee ist, und das war schon lange der Plan, dass man die Informationsübermittlung aus den uns bekannten Quellen ins Internet verlagert. Because once you've got them onto the internet, you can algorithmically. Denn wenn man sie erst einmal im Internet hat, kann man algorithmisch bestimmen, was die Leute zu sehen oder zu hören bekommen. Ja, Digga, das ist so krass geworden mittlerweile mit diesen Algorithmen, ne? Man findet kaum noch neuen Stuff. Wenn du einmal in einem Algorithmus drin bist, dann kriegst du nur den Stuff angezeigt. Wir haben uns 2 Diddy-Videos reingezogen. Hast du ja gesehen, was ich jetzt auf der Startseite alles drin habe, so, weißt du? Du kriegst den anderen Stuff einfach gar nicht mehr angezeigt. Also du lebst dann vollkommen nur noch in deiner eigenen Bubble. Und es war früher nicht so extrem mit diesen Algorithmen, dass du dann immer nur die Sachen vorgeschlagen bekommst, die auch zu deinem Algorithmus passen. Also es gibt kein YouTube mehr. Jeder hat ein eigenes YouTube. Jedem seine Startseite sieht so aus, wie er sich verhält und was er so normalerweise konsumiert. Und er hat recht, die steuern dich insofern, dass die dir keine anderen Sachen, die aus dieser Bubble rausgehen, wirklich mehr anzeigen. Musst du dann danach suchen, dir davon mehr reinziehen und dann wird das auch wieder angezeigt. Aber es ist schon heftig, wenn du überlegst. Das ist schon krass. Es ist schon echt krass und beängstigend auch ein bisschen. Früher war das, es gab die YouTube-Startseite und jeder hat die gleiche Startseite gehabt. Es gab die Trends. Weißt du, was ich meine? Also auf der Startseite, jeder hat die gleiche Startseite gehabt. So. Das ist crazy. Bis zu dem Punkt, dass sie sogar verhindern können, dass Dinge gepostet werden. Ganz zu schweigen davon, sie wieder zu entfernen, wenn sie erst einmal online sind. Man kann verhindern, dass sie gepostet werden, indem man Schlüsselwörter verwendet und so weiter. Ausgehend von einer Frage zum Wetter, verbinden wir also sofort all diese anderen Punkte, die eigentlich Teil desselben Sprungbretts zu diesem Ergebnis einer globalen Dystopie sind. Warum also globale Erwärmung? Nun, jetzt ist es der Klimawandel, da es nicht mehr wärmer wird. Und warum verteufeln sie diesen dreckigen Algorithmen? Man kann sich nicht mal abmelden von der Kacke. Ja, du kannst dich nicht mal davon abmelden. Du hast nicht mal die Möglichkeit zu sagen, nein, ich will keine Algorithmen, ich will einfach die normale YouTube-Startseite haben und fertig aus. Und neuen Stuff angezeigt bekommen, der mich vielleicht auch nicht interessiert, aber wenigstens neuen Stuff bekommen, weißt du? Geht nicht. Das Gas des Lebens, Kohlendioxid, ohne dass wir alle tot wären. Es gäbe keine Nahrung, kein Pflanzenleben, nichts. Und sie bringen das auf eine neue Ebene. Derzeit ist in den Nachrichten sehr viel zu hören, dass es diese mutmaßlichen hitzebedingten Todesfälle gibt. Sie tauchen überall auf. Ich habe es erst kürzlich gelesen, in New York sind während der Sommerzeit etwa 2% aller Todesfälle hitzebedingt. Das ist offiziell in den Mainstream-Medien zu lesen. Was geht hier vor sich? Brainwashing, Vitamin-D-Lüge. Nun, das hätte es diesen Sommer in Großbritannien nicht gegeben. Was wetterbedingte Todesfälle angeht, ist es so, dass mit Abstand die meisten Menschen an Kälte sterben. Ja, Facts. Aber darum geht es, oder? Sie wollen eine Gesellschaft schaffen, in der die Menschen auf kleiner Fläche zusammengepfercht und eingesperrt werden, in denen sie 15-Minuten-Städte sich bewegen können, in sogenannten 15-Minuten-Städten. Sie wollen Reisen über weite Distanzen und schließlich sogar viele Kurzstrecken verhindern. Sie wollen die Art der globalen Gesellschaft verändern. Was ist also die Grundlage der globalen Gesellschaft in Bezug auf die Wirtschaft und unsere Lebensweise? Es geht um fossile Brennstoffe. Sie waren der Motor der industriellen Revolution. Jo, Sonja, das macht gar keinen Sinn mit diesen Hitze, mit diesen Angstmacherei vor Hitze und so. Es gibt Regionen in der Welt, da sind 50 Grad und so, die leben da seit Jahren. In Mexiko, Bro, 80-90% Luftfeuchtigkeit, immer über 30 Grad.
die arbeiten mit langen Klamotten auf einer Baustelle draußen, ohne Maschinen und so, mit Hand. Da willst du mir irgendwas von Hitzetoten erzählen? Das ist eine Lüge. Das ist einfach nur, um wieder Angst und Panik zu machen, weißt du? Der ist das, nicht mehr und nicht weniger. Dubai, Dubai. Von allem, was daraus entstanden ist. Und hier kommt der eigentlich Punkt von Netto Null. Wenn Sie ein Netto Null-Ziel für Kohlendioxid festlegen, müssen Sie eigentlich nicht viel mehr tun. Denn wenn Sie dieses Ziel einmal festgelegt haben, auf das Jahr 2050 oder wann auch immer, stimmt's? Richtig. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Gesellschaft, die menschliche Gesellschaft, transformiert werden. Genau. Einfach um dieses Ziel zu erreichen. Und natürlich müssen fossile Brennstoffe und all das andere Zeug im Grunde verschwinden. Wir müssen die Landschaft. Steckt eigentlich ein ganz anderer Plan dahinter, gell? Mit Windkraftanlagen zerstören, die mit unglaublich vielen fossilen Brennstoffen. Interesting. Hergestellt werden. Genau, hergestellt werden. Aber sie sagen ihnen das nicht, denn wir müssen diese Hysterie von wir werden alle sterben schüren, um dieses Ziel zu erreichen. Denn dieses Ziel wird genau das erreichen. Es wird die menschliche Gesellschaft verändern. Und um das zu erreichen, müssen sich so viele Dinge ändern. Autos müssen grundsätzlich drastisch reduziert werden. Fahrzeuge müssen drastisch reduziert werden. Und Bewegung und Reisen müssen drastisch reduziert werden. Und natürlich gibt es im Hintergrund noch eine andere Agenda. Natürlich wissen Sie, dass es alles Unsinn ist, aber in der Öffentlichkeit wird dieser Unsinn vorangetrieben, weil er zu einer vollständigen Umgestaltung der menschlichen Gesellschaft führen wird. Wow. Das ist ein mieser Talk. Interessant. Denn wenn wir uns diese Agenda ansehen, könnten wir zum nächsten Punkt übergehen, der zum Beispiel die wirtschaftliche Entwicklung wäre, in der wir uns befinden. Wir hatten Covid, wir haben Kriege mit all diesen Sanktionen, die durchgesetzt werden. Wir haben die Fed, die die Zinssätze hochhält und alles. Und wir sehen, dass es im Grunde die Wirtschaft auf der ganzen Welt zerstört, oder zumindest spüren wir das in Deutschland. Und sogar die großen Pharma- und Technologieunternehmen, die eigentlich Milliarden einstrichen und Milliarden einstreichen und in die alle investieren, entlassen Leute und beschweren sich, dass sie Milliardenverluste haben und alles. Was ist hier los? Ja, aber sie entlassen viele Leute, weil die KI die Oberhand gewinnt. Richtig, richtig. Die Frage ist also, wird sich die Wirtschaft mit der Zeit erholen? Oder ist das ein Plan? Steckt dahinter ein Ziel? Wollen sie die Wirtschaft schwächen? Oder was ist hier los? Richtig. Nochmal. Kenne das Ziel und du wirst den Weg dahin sehen. Das Ergebnis ist, dass die Bevölkerung weltweit in eine Abhängigkeitssituation gerät. Statement Real Talk, episches Interview. Wovon immer sie abhängig sind, damit werden sie kontrolliert. Und deshalb will diese globale Sekte in all ihren Formen, die sich Regierung oder was auch immer nennt, sie von sich abhängig machen. Deswegen auch bald dieses bedingungslose Grundeinkommen und so. Wenn die ganzen viele Jobs gekillt werden durch Roboter und KIs, weißt du? Damit man halt immer mehr in die Abhängigkeit reingerät. Bis dahin, dass sie die Wirtschaft und die Arbeitsplätze mit KI und Netto Null zerstören. Daher müssen all diese industriellen Methoden, die wir in der Zeit der industriellen Revolution hatten, weg, weil man Netto Null nicht anders erreichen kann. Nicht zuletzt durch KI schafft man so die Möglichkeit ab, seinen Lebensunterhalt auf die Art zu verdienen, wie wir es kannten. In den 1990er Jahren kam mir diese Formulierung in den Sinn. Problem,
Reaktion, Lösung. Ich erinnere mich, ja. Man kreiert das Problem oder die Illusion eines Problems, wie zum Beispiel Covid. Wie Covid und der Klimawandel. Der vom Menschen verursachte Klimawandel. Das Klima ändert sich ständig. Ja. Facts. Und man will eine Reaktion der Öffentlichkeit, die lautet, es muss etwas getan werden, was kann man dagegen tun? Und dann bieten diejenigen, die das Problem oder die Illusion davon heimlich geschaffen haben, die Lösung für das von ihnen geschaffene Problem an. Wenn man also die Illusion des vom Menschen verursachten Klimawandels verkauft, dann kann man die Lösung anbieten, die menschliche Gesellschaft zu verändern, um uns vor dem von Menschen verursachten Klimawandel zu retten. So funktioniert es. Und was die Wirtschaft betrifft, besteht die Idee darin, dass sie die Arbeitsplätze verschwinden lassen. Nicht zuletzt durch KI. Ja. Und dann sagen sie, oh, wir sind wirklich nette Leute. Wir haben dafür gesorgt, dass eure Arbeitsplätze verschwinden. Aber wir sind wirklich nette Leute. Deshalb werden wir euch ein allgemeines, garantiertes Einkommen zahlen. So ist es. Ein allgemeines Grundeinkommen. Jeden Monat werdet ihr einen Scheck von der Regierung bekommen. Es wird zwar ein Hungerlohn sein, aber ihr werdet einen Scheck von der Regierung bekommen. Und diese Abhängigkeit von der Regierung ist mit Bedingungen verbunden. Denn wenn Sie ein Abtrünniger gegen die Regierung und die Dystopie sein wollen, werden Sie Ihr garantiertes Grundeinkommen nicht bekommen. Wie sonst wollen Sie denn Essen auf den Tisch bringen? Weil alle anderen Mittel und Wege abgeschafft sein werden, um dies zu tun. Und das ist die Idee. Es ist, als würden Sie eine Angelschnur auswerfen und dann anfangen Sie wieder einzuholen. Und wenn Sie sich ansehen, was in Großbritannien während Covid passiert ist, haben sie das Land stillgelegt, was der Wirtschaft unglaublich geschadet hat. Viele kleine Unternehmen mussten pleite gehen, weil sie kleine Unternehmen loswerden wollen, sogar mittelgroße. Denn wenn Sie durch ein unabhängiges Unternehmen Zugang zu einem unabhängigen Einkommen haben, okay, jedes Unternehmen ist an das System angeschlossen, aber ich meine, es wird unabhängig geführt. Es gibt keinen riesigen globalen Konzern. Wenn Sie Zugang zu einem solchen Einkommen hätten, wären Sie nicht von der Regierung abhängig. Aber wenn Sie all diese unabhängigen Arbeitsplätze abschaffen und sie von der Regierung abhängig machen, um ihr Brot zu verdienen, dann kontrollieren Sie sie. Und sie werden durch die Abhängigkeit kontrolliert. Das ist es, was Sie erreichen wollen. Man hört, dass die KI ein massives Phänomen zur Vernichtung von Arbeitsplätzen sein wird. Aber ich glaube, selbst diese Leute begreifen nicht, wie viele Arbeitsplätze verschwinden werden. Und auf der anderen Seite, wenn wir über die Zusammenhänge sprechen und darüber, dass Abhängigkeit gleichbedeutend mit Kontrolle ist, dann ist das der Grund, warum sie die Lebensmittelversorgung zerstören. Und das ist der Grund, warum sie, insbesondere in diesem Land, wo diese lächerliche, verrückte Labour-Regierung unter Keir Starmer gerade an die Macht gekommen ist, riesige landwirtschaftliche Flächen mit Solarparks und Windkraftanlagen bedecken wollen. Man sieht, dass Landwirte in Ländern wie den Niederlanden und Deutschland ins Visier genommen werden. Und wer ist der größte Agrarlandbesitzer in Amerika? Bill Gates. Bill Gates? Genau. Und die Chinesen kaufen auch große Teile des amerikanischen Ackerlandes auf. Im Grunde kontrollieren sie also die Produktion von Nahrungsmitteln. Und wenn sie bei der Lebensmittelversorgung von Quellen abhängig sind, die sie nicht selbst kontrollieren, sind sie von diesen Quellen und Kräften abhängig. Und das ist es, worauf es hinausläuft. Es geht darum, globale Abhängigkeit zu schaffen, also globale Kontrolle. That's interesting. Das ist interessant. Apropos KI. Es heißt, wir befinden uns in einem Wettrüsten zwischen Quantencomputern und KI. So kündigte Donald Trump
oftmals an, dass die USA 2020 $1 Milliarde pro Jahr in Quanteninformatik investieren wird. China etwa dreimal so viel. Elon Musk kündigte an, dass er allein in diesem Jahr 10 Milliarden investiert, um in Memphis den größten Supercomputer der Welt aufzubauen, um eine KI namens Grok zu trainieren. Und er trainiert auch Tesla-Autos und Roboter, autonom zu funktionieren. Google und andere große Technologieunternehmen übertreffen sich gegenseitig und bauen ebenfalls Supercomputer. Und offensichtlich sammeln und speichern sie seit Jahren die Daten von Milliarden von Smartphones. Und die Frage ist nun, ob diese Länder wirklich in einem Wettrüsten gegeneinander arbeiten. Auf keinen Fall. Oder gibt es Verbindungen zwischen den Akteuren und arbeiten safe sie tatsächlich an einer Art gemeinsamen Ziel? Und wenn ja, welches wäre das? Sie haben absolut recht. Sehen Sie, das ist der große Schwindel. You have in politics, you have left v right. In der Politik gibt es links gegen rechts. Und im Hintergrund sind sie alle befreundet. Ich meine, einige von ihnen sind vielleicht wirklich anderer Meinung, aber viele werden noch von vielen gleichen, das haben wir gesehen, den Ausschnitt. Stimmt. Werden von den gleichen Jungs innen finanziert auch. Ihnen die Schlüsselperson. Rechts und links ist eine Illusion, damit wir einen Kampf haben, damit wir uns für eine Seite entscheiden und dann gegen die andere kämpfen. Teile und herrsche. Ah, die Linken, ah, die Rechten, ah, dies, ah, das, ah, so, immer schön spalten. Solange das läuft, können die uns easy kontrollieren. Und sind befreundet. Als Donald Trump 2016 die Wahl gewann, wurde jedes Mal, wenn er auf die Bühne kam, oft gesungen, oh, sperrt Hillary ein, sperrt Hillary ein. Hillary Clinton. Ja. Und er machte mit, sperrt Hillary ein, sperrt Hillary ein. Hillary Clinton. Unmittelbar nach seinem Wahlsieg wurde er gefragt, ob er Hillary Clinton ins Gefängnis bringen würde. Und er sagte, oh nein, sie ist wunderbar. Okay. Wir sollten all die Dinge respektieren, die sie... Bullshit. Sehe ich genauso. Gibt wenige, die das durchschauen. Bis dahin gehen viele Leute und dann kommt es aber Richtung Politik, merkt man dann wieder, wie viele Leute halt immer noch nicht aus dem System raus wollen. Halt nicht wirklich aus der Matrix raus wollen, weißt du? Die wachen auf, wenn es um Corona geht, um die Impfung geht, um dies geht, um das geht und dann bei Politik, aber nein, Bruder, AfD, Trump, wichtig, die sind die krassesten und so. Das ist halt so, das ist halt traurig. Es gibt wenige Leute, die das ganze Spiel durchschauen. Und verstehen, wie das läuft, das System. Und wie die Mechanismen da auch laufen, weißt du? Wie dieses Land getan hat und all das Zeug. Das ist alles Unsinn. Ich meine die Clintons, als sie die demokratischen Präsidenten im Weißen Haus waren, und die Bushs, die beide Präsidenten vor und nach ihnen waren, waren Kumpel. Ich meine, nicht nur Kumpel. Sie waren Teil einer kriminellen Organisation eines Drogenhandels vom MENA-Flughafen und anderen Orten in Arkansas aus, als Clinton Gouverneur von Arkansas war. Was wir also in Bezug auf Politik sehen, links und rechts, ist Theater. Es ist Unterhaltungstheater, oder? Aber es soll uns weiter an das politische System glauben lassen und dadurch, dass wir alle 4 oder 5 Jahre wählen müssen, irgendwie die Kontrolle darüber haben, wer die Regierung führt. Aber wenn man in diesem Puppenspiel, wo es die Linke und die Rechte gibt, einen Schritt zurückgeht und in die Schatten geht, sieht man, dass beide von denselben Händen kontrolliert werden. Deshalb ist es egal, wer an der Macht ist, links oder rechts. Es zeigt sich die gleiche Agenda für die Menschheit. Gilt das auch für die USA und China wie auf Länderebene? Ja. Krass, wie die Leute da zu Hause sitzen, Digga, crazy. Das ist eins der Dinge, die ich seit Jahrzehnten sage. Diese globale Sekte kennt keine Ländergrenzen. Sie sind nur für die Ausbeutung der Bevölkerung da. Sie will sie glauben machen, dass es verschiedene Länder mit unterschiedlichen Zielsetzungen gibt. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt eine globale Sekte, die durch alle Länder hindurch wirkt. China allerdings ist ein interessanter Fall, denn was dort passiert, darüber habe ich in einigen Büchern ausführlich geschrieben. Die China-Recherche ist sehr, sehr interessant. Für die Leute, die es nicht abgecheckt haben, checkt mal das Video, was die Medien uns über China verschweigen. Von Norman Investigativ habe ich auch eine Reaction drauf gemacht. Sehr, sehr interessant.
Mao-Revolution war eine Revolution der globalen Sekten. Mao war ein globaler Sektenagent. Und der Grund für diese Revolution war die Schaffung einer geschlossenen Gesellschaft, was sie auch sehr lange war. Bis zu einem gewissen Grad ist sie das immer noch, aber nicht mehr so wie früher. Dadurch konnte man eine Struktur, ein System ausbrüten, das nicht zuletzt durch den Einsatz künstlicher Intelligenz eine vollständige Kontrolle über die Menschen ermöglicht. Crazy, crazy. Und wenn man das erst einmal perfektioniert und auf chinesischer Ebene ausgebrütet hat, dann setzt man es so auf der ganzen Welt durch. Richtig? Es ist also kein Zufall. Es ist aber auch so, dass wir in diese Richtung tendieren. Wer von euch hat das Gefühl, dass wir als Gesellschaft, was diese Kontrollmechanismen und Einsetzen der künstlichen Intelligenz dazu, dass wir in diese Richtung von China tendieren? Spätestens seit Corona, weißt du? Als ob die so ein bisschen das Vorbild sind. Dass Covid der offiziellen Geschichte zufolge aus China kam. Auch krass, ja. Coincidence? That happened is that the West has become more and more like. Und seitdem ist der Westen in Bezug auf technologische Kontrolle und Zwangsmaßnahmen immer mehr wie China geworden. Ja. Yeah. So, I've seen documentaries. Ich habe Dokumentationen gesehen, in denen jemand auf die Straßen einer chinesischen Stadt geschickt wurde. Die Idee war, dass das KI-System, Ziel war, dass das KI-System ihn finden sollte. Es dauerte nur Minuten. Und was in China passiert, es ist der Brutkasten für das geplante weltweite System. Wie ich schon seit, wenn Sie wissen wollen, was morgen für den Westen geplant ist, schauen Sie sich das China von heute an. Sie haben das Sozialkreditsystem, bei dem die Leute im Grunde rund um die Uhr überwacht werden. In jeder Stadt gibt es Millionen von Kameras. Und wenn ihr Verhalten der Regierung passt, sie also im Grunde gehorchen und tun, was sie sagen, bekommen sie Gutschriften. Und wenn sie das nicht tun, werden sie ihnen weggenommen. Und irgendwann sind sie nicht mehr in der Lage, in der Mainstream-Gesellschaft zu funktionieren. Sie können nicht mehr mit dem Zug fahren, sie können nicht mehr mit dem Flugzeug fliegen. Und das ist das System, das sie auf der ganzen Welt durchsetzen wollen. Und hier digitalen Währungen ins Spiel. Und deshalb wollen sie eine digitale Wirtschaft. Denn wenn sie die erst einmal haben, können sie das machen, was sie in China praktizieren. Wenn sie zum Beispiel in China bei Rot über die Straße gehen, obwohl sie das nicht sollten, auch wenn kein Auto kommt, können sie eine Geldstrafe kassieren, noch bevor sie nach Hause kommen. Das Geld wird über das digitale System von ihrem Bankkonto abgebucht. Und das ist der Plan. Kennen Sie diese Kameras, die überall in den Städten aufgestellt werden? Oh, in London haben wir diesen Schwindel namens ULEZ, ultraniedrige Emissionszone. Und sie haben all diese Kameras und es kostet 12,50 €, also 14,84 €, wenn sie das falsche Fahrzeug haben und einfach mit ihrem eigenen Auto losfahren, vor ihrem eigenen Haus fahren. Wenn Sie an der Kamera vorbeifahren, kostet es sofort 12,50 € pro Tag, wenn Sie nicht das richtige Fahrzeug haben. Und diese Kameras überall sind nicht dazu da, um die ULEZ zu kontrollieren. Yo! Das ist der Fuß in der Tür, stimmt's? Es sind die Nummernschildkameras, um die 15-Minuten-Städte zu überwachen. So, dann fährst du aus deiner Zone raus, dann kriegst du direkt mal eine Strafe erstmal. Und die No-Go-Zonen, in denen die Leute leben sollen, um uns vor dem Klimawandel zu retten. Verrückt. All diese Dinge hängen also zusammen. Und wissen Sie, ich sagte 2008, als es den Bankencrash gab, den nächsten geplanten Crash werden Sie auf dem Mars hören. Weil er so groß ist. Dies ist der Ablauf. Problem, Reaktion, Lösung. The status quo
Solange der Status quo in Ordnung ist, sollte man nichts reparieren, wenn es nicht kaputt ist. Wenn die Leute daherkommen und sagen, wir wollen dies einführen, wir wollen das einführen, werden sie sagen, nein, alles ist in Ordnung, wir brauchen das nicht. Stimmt, man braucht eine große Krise auf jeden Fall. Aber wenn man den... War schon immer so gewesen. Status quo zum Einsturz bringt, was auch immer das sein mag, dann hat man ein Problem. Man hat einen Übergangspunkt, weil der Status quo weg ist. Er ist in Unordnung. Das ist es, was ein Finanzcrash bewirkt. Und dann sagt man, also tut etwas. Was sollen wir tun? Und dann kommt... Was geht, Bruder? Wieder kräftig dabei, die Matrix wegzuschwurbeln. So, ganz genau, mein Jutster Albert. Mit einer Lösung. Und die Lösung ist die Umwandlung des Finanzsystems in ein digitales Kontrollsystem. Und genau das machen sie die ganze Zeit. Sie erzeugen Probleme. Und dann bieten sie Lösungen für die Probleme an, die sie selbst geschaffen haben. Das passiert ständig. Und viele dieser Probleme sind eigentlich gar keine Probleme. Ich meine, wir reden über die vom Menschen verursachte globale Erwärmung. Das ist Unsinn. Das ist wissenschaftlicher Unsinn. Sehen Sie sich die Massenvernichtungswaffen im Irak an, die diese katastrophale Invasion des Irak rechtfertigten. Die es nicht gab. Es gab keine. Aber... So. Man hatte den Eindruck, dass es welche gab, weil das ständig wiederholt wurde, nicht zuletzt durch die Medien. Und deshalb sind sie einmarschiert. Und sie sind aufgrund einer Lüge einmarschiert. Und dann sagen sie, nun ja, es gab doch keine Massenvernichtungswaffen. Aber bis dahin war die Tat schon vollbracht, die Katastrophe im Anmarsch. Und das hat zu so vielen anderen Dingen geführt, die im Nahen Osten passiert sind. Wenn man ihnen also aus offiziellen Quellen erzählt, dass es ein Problem gibt, und dies ist der Grund dafür, dann sollten sie davon ausgehen, dass sie angelogen werden. Was ich sagen wollte, ist, dass sich das erstmal crazy anhört, dass man, wenn man von den offiziellen Medien gesagt bekommt, das und das ist der Grund für die und die Katastrophe, muss man erstmal davon ausgehen, dass es eine Lüge ist. Es ist halt wirklich so. Das ist schwer am Anfang, wenn man selber, wenn man immer vertraut hat und immer gedacht hat, nein, die würden uns niemals anlügen und so, das zu akzeptieren. Aber wenn du in die Recherche reingehst, dann wirst du das merken, dass es fast bei allen Dingen immer der Fall war, dass die uns entweder belogen haben oder nicht die ganze Wahrheit erzählt haben. Eins von beiden. Denn wenn man sich die Geschichte anschaut, ist das der rote Faden. Die Staatsgewalt lügt. Das ist es, was sie tut. Dafür ist sie da. Darum, wenn ihr Behörden mir also sagt, dass die Situation so ist, werde ich zuallererst davon ausgehen, dass ihr mich anlügt. Meine nächste Frage ist, warum lügen Sie mich an? Und Sie werden die Antwort darauf erhalten, wenn Sie sehen, was Sie als Lösung für das Problem angeben, indem Sie sie anlügen. Richtig. Und wissen Sie, wenn Sie das recherchieren, werden Sie manchmal feststellen, dass die Staatsgewalt hier und dort auch die Wahrheit sagt. Aber in den allermeisten Fällen wird sie anlügen. Und da müssen Sie anfangen. Als Sie mir also sagten, dass es ein tödliches Virus gibt, war mein... unmittelbare Reaktion, Sie lügen mich an. So. Was ist also die Lösung? Und ich dachte, die Lösung wäre, dass sie mit einem verdammten Impfstoff daherkommen werden, als Lösung für das, was sie mir erzählen, was hier vor sich geht. Und so ist es natürlich auch gekommen. Und auch Kontrollmechanismen eingeführt haben, so, ne? Also es war noch nie so, dass du irgendwelche Impfdokumente vorzeigen musstest, wenn du in einen Club reingehen willst oder so, weißt du? Dieses, die Bevölkerung darauf zu... dass die irgendwelche Gesundheitsnachweise liefern müssen, damit die in irgendeinen Laden reingehen dürfen. Und das Spalten der Gesellschaft war auch noch ein Ziel, glaube ich. Weißt du? Diese drei Sachen. Und wissen Sie, mit der Vorstellung zu beginnen, dass die Autorität sie anlügt, ist ein sehr guter Ausgangspunkt. Das verhindert, dass sie betrogen werden. It stops you getting scammed, bro. So, genau so, mein Jutster. Ist jemanden, der mit dieser Vorstellung beginnt? Ich glaube, ein paar Leute schon. Ja. Und es ist erstaunlich, wie die Geschichte das bestätigt. Richtig. Und ich meine, Sie haben dieses ganze Spiel mit der Wahrnehmung von links und rechts angesprochen.
Apropos, ich finde dieses Zitat von einem der früheren US-Präsidenten, Franklin D. Roosevelt, der die USA in den Zweiten Weltkrieg führte, sehr treffend. Ja, er sagte, in der Politik passiert nichts zufällig. Wenn etwas passiert, kann man darauf wetten, dass es so geplant war. Und wenn man dieses Zitat nimmt und sich dann Trump und sein Auftreten ansieht und wie die Medien jetzt mit ihm umgehen, auch mit den jüngsten Ereignissen, und ja, wie sich das auswirkt und auch all die alternativen, konservativen politischen Parteien, die in ganz Europa im Kommen sind, würden Sie sagen, dass das ein geplanter Schritt ist oder handelt es sich dabei um einen echten Widerstand gegen die Agenda? Nun, es gibt eine Menge Leute, die glauben werden, dass es ein echter Gegenwind ist. Ja. Aber nur ein wenig Wissen ist eine gefährliche Sache. Okay? Ich werde Ihnen von meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich bin jetzt seit 35 Jahren in diesem Bereich tätig. Der war Fußballspieler früher, gell? Ich habe das mal letztens irgendwo aufgegriffen. Der war früher einfach ein krasser Fußballspieler und dann hat er für irgendeinen englischen Sender, Sportsender, hat er dann so Interviews gemacht und so. Und dann ist er irgendwann in die Schwurbelei reingerutscht. In die Verschwörungswelt, Digi. Und jetzt ist der auf jeden Fall Master-Schwurbler mit schwarzem Gürtel. Goldener Aluhut. Ungefähr 1990, als ich anfing, da gab es noch keine alternativen Medien. Sie existierten nicht. Ich habe sie wachsen sehen, besonders nach dem 11. September. Sie sind sehr schnell gewachsen und sie haben sich dann weiterentwickelt. Aber sogar große Teile der sogenannten alternativen Medien akzeptierten den Covid-Schwindel, was ziemlich deprimierend zu beobachten war. Aber viele Leute haben das nicht getan und es offen angeprangert und sehr gute Arbeit geleistet, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass dieser gefälschte Impfstoff nicht so gut für sie sein würde. Warum? Weil er es nicht sein sollte. Die Sekte steht also vor einem Dilemma. Denn für viele Leute begann der Geist aus der Flasche zu kommen. Bro, English, I would love to watch it in English completely, bro, um ehrlich zu sein. Ich finde Englisch viel geiler als diese deutschen Übersetzer immer, ne? Sorry, aber ich weiß ja, dass meine Community nicht so gut auf Englisch reagiert hat. Leider. Denn sie erkannten, vor allem im Nachhinein, dass das, was alternative Leute damals sagten, tatsächlich stimmte. Zum Beispiel, dass es ein Schwindel ist mit dem Impfstoff als Pointe und dass es keinen guten Ausgang für die Menschen geben wird. Und der Geist begann die Flasche zu verlassen. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass viel mehr Menschen als je zuvor erkannten, dass die Welt nicht ganz so war, wie sie dachten. Und dass die Kräfte, die an der sogenannten Macht sind, nicht die Kräfte sind, für die sie hielten. Die Sekte hat also ein Dilemma. Sie weiß, dass der Geist für viele Menschen nicht mehr vollständig in die Flasche zurückgeht. Das tut er nicht. Was kann man tun? Die Gefahr ist, dass sich das Erwachen weiter ausbreitet. Also müssen wir sie wieder fangen. Bro, das sind meine Worte. Und dann holst du so Leute wie einen Trump oder die AfD. Und damit du die Leute wieder schön in den Bann reinziehst, schön ins System, back to the Matrix, Bro. Vertrau wieder irgendeinem Politiker und so. Bro, das ist genau meine Ansicht. Die haben das genau so geplant. Damit die Leute, die aufgewacht sind, deswegen, du siehst ja auch, wie viele von den Aufgeweckten darauf reinfallen, weißt du? Plan aufgegangen. Bis hin zum tieferen Begreifen. Und das wird ein echtes Problem für diese globale Sekte und ihre Agenda werden. Was sie also getan haben, und ich habe es beobachtet, ist, dass sie eine Menge Leute in diese alternativen Medien gebracht haben, die vorher nicht da waren, vor Covid. Überall, auch in Deutschland. Sie haben nichts aufgebaut. Sie bringen nichts Neues in der Forschung auf den Tisch.
Sie wärmen nur altes Zeug auf und nennen es brandneues Thema und Enthüllung. Im Grunde haben sie sich etwas geschaffen, das ich die Barrikadenbrigade nenne. Kontrollierte Opposition. Und die Barrikadenbrigade ist eine Grenze, bis wohin sie gehen werden. So basically what's happened before before COVID and during COVID, a lot of people in the alternative media. Vor und während Covid erkannten viele Leute in den alternativen Medien, dass es ein Links-Rechts-Puppentheater war und dass es dieselbe Macht war, die durch Biden Pyramide wirkte. As a result of this hijack, is that als Ergebnis dieser Unterwanderung hat sich der Kern der alternativen Medien, der die gesamte algorithmusgesteuerte Werbung auf X und solchen Orten bekommt und seine gesamte Finanzierung generiert, wieder zum Marionettentheater zurückentwickelt. Crazy, Digga. Der hat recht. Wenn man sich also den Mainstream der alternativen Medien anschaut, dann ist das jetzt rechte Politik. So ist es, Bro. Genau so ist es, Bruderhead. Ey, ich muss Talk mit David. Ich muss Talk mit David Icke machen. Wir sind auf einer Wellenlänge, Bro. Also den Mainstream der alternativen Medien. Wenn man sich also den Mainstream der alternativen Medien anschaut, dann ist das jetzt rechte Politik. Das ist es, was es ist. Right-wing politics that's überall, all over the world, America, Germany, everywhere, bro. Und rechte Politik, die sagt, wir haben einen Retter. In this case it's Trump. Oder AfD. In diesem Fall ist es Trump, richtig? Er wird den Sumpf trockenlegen. Wie bitte? Ein Mann, der sein ganzes Leben lang darin geschwommen ist, wird ihn jetzt trockenlegen? Was? Ja, aber wozu ist die Politik da? Wenn man auf diese Ebene zurückfällt, auf links und rechts, dann hat man schon den Faden verloren. For a long time. Exactly. The cult was using royalty. Lange Zeit benutzte die Sekte das Königtum als Kontrollinstanz. You had people who were das kam ihr sehr gelegen, weil es Leute gab, die wegen ihrer Erblinie Anführer und Herrscher waren. Und es gab einen Herrscher. Man musste also nicht sehr viele Leute kontrollieren, um die Show zu leiten. Aber dann erreichte die Menschheit einen Punkt der Reife, kann man sagen, wo sie sich das nicht mehr gefallen ließ. Und so kam es zur Umstellung von der königlichen Kontrolle, obwohl sie in Ländern wie Großbritannien immer noch fortbesteht, hin zur politischen Kontrolle. Was ist politische Kontrolle? Auch weil die Bevölkerung nicht mehr zufrieden war, weißt du? Die mussten ein neues System etablieren, wo die Bevölkerung wieder mehr das Gefühl hat, dass sie auch mitentscheiden können. Deswegen demokratische Politik halt, weißt du? Wo die Bevölkerung wählen geht und das Gefühl bekommt, dass die irgendwas verändern können und so, damit die wieder still sind. Weil viele aus dem Fußvolk damals haben sich auch aufgelehnt gegen diese Kontrolle von den Königsfamilien und so, weißt du? Wenn man sich eine politische Partei ansieht, ist es eine Pyramide. An der Spitze stehen ein paar wenige, die das Sagen haben und die Pyramide diktieren. Dann gibt es all die Mitglieder der Partei, von den Abgeordneten bis hinunter zu den Aktivisten, die sich auf verschiedenen Ebenen der Pyramide befinden. Okay, Sie wollen also Parlamentsabgeordneter werden. Gut. In diesem Land müssen Sie von einer lokalen Wahlkreispartei ausgewählt werden. Das ist bei allen politischen Parteien so. Deshalb müssen Sie sich bei Ihrem Vorstellungsgespräch an die Parteilinie halten. Sie müssen sagen, wofür die Partei laut Hierarchie zu diesem Zeitpunkt steht. Wenn Sie dann ins Parlament gewählt werden, wenn Sie die Karriereleiter hinaufsteigen und Minister oder Premierminister oder was auch immer werden wollen, müssen Sie zunächst einmal rücksichtslos sein. Aber zweitens müssen Sie sich an die Parteilinie halten. Denn Rebellen kommen einfach nicht weiter, richtig? Sie haben also zwei Hierarchien. Nehmen wir an, Sie haben zwei Parteien, wie die Republikaner und die Demokraten.
Sie haben zwei Hierarchien. Und an der Spitze leitet eine sehr kleine Anzahl von Leuten beide Pyramiden. Und wenn Sie dann einen Schritt weiter in den Schatten treten, sehen Sie, dass beide Hierarchien, also beide Parteien, von denselben Personen kontrolliert werden. Egal, ob die einen oder die anderen an der Macht sind, wird im Grunde immer die gleiche Agenda verfolgt. So ist es. Sie haben also die Illusion geschaffen, dass wir von einer königlichen Diktatur ohne Bevölkerungskontrolle zu einem politischen System übergegangen sind, in dem die Bevölkerung das politische System kontrolliert. Aber das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall, denn letztlich werden all diese Parteien von denselben Leuten kontrolliert. Wir haben halt Sklaverei so weit aufgelockert, dass der Einzelbürger nicht mehr das Gefühl hat, dass er ein Sklave ist, aber am Ende des Tages ist er ein Sklave. Und das ist ja das Kranke bei der Sache. Du musst das Bewusstsein dafür bekommen. Hast du das Bewusstsein dafür nicht, bist du ein Sklave und du merkst es nicht mal. Und selbst wenn es ein oder zwei Parteien gibt, kleinere Parteien, die echt sind, sorgt das System zunächst dafür, dass sie nicht an die Macht kommen. Und selbst wenn sie an die Macht kommen, sorgt das System dafür, was sie vielleicht zum Wohle der Bevölkerung tun wollten, verunmöglicht wird. Ich meine, ich sage nicht, dass sie das wollte, aber wir hatten ein wunderbares Beispiel. Als Boris Johnson noch während seiner Amtszeit als britischer Premierminister entthront wurde, führte die konservative Partei eine Mitgliederabstimmung durch, um zu entscheiden, wer der neue Vorsitzende der konservativen Partei werden sollte. Dieser wird per Definition Premierminister, der nicht gewählte Premierminister. Und sie haben für eine Frau namens Liz Truss gestimmt. Liz Truss war nicht die Wahl der Sekte. Die Sekte wollte Rishi Sunak. Okay? Also kam Liz Truss und sie war die Premierministerin mit der kürzesten Amtszeit in der Geschichte. Yo, echt? Das habe ich jetzt gesehen. Das ist... Britain-Shit, keine Ahnung. Weil sie eine Finanzkrise an der Börse und der City of London auslösten. Und sie musste zurücktreten, weil es ein finanzielles Chaos gab. Und sie sagten, was machen wir jetzt? Oh, Rishi Sunak. Und die Sekte hat sich durchgesetzt. Wenn man also das System kontrolliert, kann man sogar aufrichtige Menschen davon abhalten, das zu tun, was sie gerne tun würden. Und das ist die Situation, und darum geht es in der Politik. What happens at an election? Bei einer Wahl sagt die Bevölkerung, ich wähle sie, sie tun das. Und die nächsten 4 oder 5 Jahre sitzen sie da und hoffen, dass sie es tun. Aber sie tun es nicht. Ich schwöre es dir. Weil es keinen Vertrag gibt, der besagt, dass sie das, was sie sagen, tun werden. Oder das, was sie sagen, dass sie es nicht tun werden, tatsächlich nicht tun, wenn sie an der Macht sind. Sobald sie erst einmal drin sind, machen sie einfach, was sie wollen. Keine Rechenschaftspflicht. Ja, es gibt keine Rechenschaftspflicht. Aber das ist der Punkt. Und die Leute machen es alle 4 Jahre wieder mit, weißt du? Die machen es wieder mit und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Also manche Menschen müssen echt 1000 Mal verarscht werden, bis sie endlich anfangen zu denken, ey, vielleicht werde ich verarscht. So, weißt du? Aber, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Bei der letzten Wahl haben etwa 74 Millionen Menschen für Trump gestimmt. Sie gaben Trump ihre Macht. Nicht bei der letzten Wahl, sondern bei der Wahl 2016. Sie gaben Trump ihre Macht. Ich glaube, in etwa die gleiche Anzahl hat auch bei der zweiten Wahl gewählt, die Biden offiziell gewonnen hat. Das stimmt. Aber etwa 74 Millionen Menschen. Werden Sie nun mehr bewirken, indem Sie für Trump stimmen, der nur ein weiterer Handlanger für die Sekte mit einer anderen Rhetorik und einem anderen Image ist? Oder wird man die Gesellschaft verändern, indem 74 Millionen Menschen ihre Macht zurückholen? So. Sie nicht weggeben. Genau so, Bro. Sie zurückholen und sagen, wir werden mit nichts zusammenarbeiten. David ist Seelenbruder von mir auf jeden Fall. Ich schwör's dir. Bester Mann, ja.
uns unsere Freiheit nimmt und unserem Leben und dem Leben unserer Kinder und der Zukunft unserer Kinder schadet. Das machen wir nicht mit. Wir werden das nicht tun. Und wäre das eine Lösung? Wir haben eine Situation. Lassen Sie uns das einfach aufschlüsseln. Denn die Leute sagen, was kann man tun? Nun, schauen wir uns einfach das an. Es ist reine Mathematik. Wenn Sie sagen, dass es 8 Milliarden Menschen auf der Welt gibt, richtig? Ey, Mary, kennst du dich aus mit den Regularien in den Staaten? Ich glaube, irgendwie habe ich mal was gelesen, wenn ein bestimmter Prozentteil von der Bevölkerung nicht wählen geht, dann wird die Wahl nicht anerkannt. Stimmt das? Ich glaube schon, gell? Die Zahl der Menschen, die genau wissen, was sie tun, um diese globale Dystopie zu schaffen, sind ein winziger Bruchteil der 8 Milliarden. 8 billion cannot be controlled by those people. 8 Milliarden können von diesen Menschen nicht kontrolliert werden, ohne dass diese 8 Milliarden mitarbeiten. Ohne dass diese. Ist so, wir sind viel mehr. Die Pyramide würde zusammenbrechen, wenn die Basis, das Fundament aufwachen würde. Das kennst du doch, das ist ganz einfach. Das ist ganz einfache technische Mechanik. Wenn das Fundament nicht stabil ist, dann kann alles, was oben drüber ist, nicht stabil darauf stehen und bricht eventuell eines Tages zusammen. Das heißt, wenn das Fundament aufwachen würde und wenn das Fundament nicht mehr mitspielen würde, dann hätten wir die Macht. Wir haben die Macht. Wir als Menschen haben die Macht. Als Bevölkerung. Als diejenigen, die die ganze Scheiße überhaupt mitmachen. Wir haben eigentlich die eigentliche Power. Die haben uns das so eingetrichtert, dass wir denken, dass wir regiert werden und wir keine Macht haben und immer auf andere in der Politik vertrauen müssen und das System verändern und bla 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 bla. Das haben die uns eingetrichtert, aber das stimmt nicht. Wir haben eigentlich die wahre Power. Wir haben die wahre Power in der Bevölkerung, aber dazu müssen wir halt zusammenkommen. Das ist ja das große Thema so. Wir müssten alle an einem Strang ziehen und müssten sagen, nein, wir machen jetzt nicht mehr mit. Und dann könnte man wirklich was verändern. Und es geht nur, indem jeder Einzelne sich verändert. Weil solange ein Großteil des Mainstreams immer mitmacht bei dieser ganzen Scheiße, können wir das System nicht, also so, es wird sich nicht verändern, wenn die Menschen nicht mitmachen, weißt du? 8 Milliarden zustimmen. Das ist nicht möglich. Also gründen die politische Parteien, damit die Menschen im Puppenspiel sich streiten können. Belief systems that can fight with each other for sie schaffen unterschiedliche Glaubenssysteme, die miteinander um die Vormacht kämpfen können. They can divide and rule. Und sie können uns spalten und beherrschen. Ja. Wir bekämpfen uns also gegenseitig, ohne aufzuschauen und zu sehen, dass dieselbe Hand die Fäden all dieser unterschiedlichen Fraktionen in der Hand hält. Und wenn wir einfach sagen würden, wissen Sie, vielleicht glauben Sie etwas anderes als ich. Wo ist das Problem? Das Problem entsteht nur, wenn Sie versuchen, mir Ihren Glauben aufzuzwingen und ich versuche, Ihnen meinen Glauben aufzuzwingen, nur dann tritt das Problem auf. Denn sonst könnten wir sagen, also ich stimme Ihnen in diesem Punkt nicht zu und Sie stimmen mir in diesem Punkt nicht zu. Aber lassen Sie uns ein Bier trinken. Wenn wir das einfach nur hinkriegen würden, das hört sich so easy an. Du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, lass uns ein Bier trinken gehen. So. Wenn wir das in der Gesellschaft hinkriegen würden, ganzheitlich, überall, in der kompletten Gesellschaft, dann hätten wir schon so einen heftigen Schritt in die richtige Richtung gemacht, ne? Das ist so krass. Das wird nicht mal das auf die Kette kriegen. Zu akzeptieren, dass es Leute gibt, die eine andere Meinung haben und die trotzdem behandeln wie normalen Menschen und den lieb zu haben, so, weißt du? Das ist kein Problem. Und wir werden darüber reden. Vielleicht überzeugen Sie mich, vielleicht überzeuge ich Sie. Aber das ist kein Problem. Es gibt nichts, worüber man streiten müsste. Aber weil Glaubenssysteme gerne dominieren wollen, versuchen diese, anderen Menschen ihren Glauben aufzuzwingen. Und genau da haben sie das Problem. Da haben sie das Prinzip Teile und Herrsche. Wissen Sie, Sie können sich ein Fußballspiel... Albert, ich küsse deine Zirbeldrüse, bester Mann. ...ansehen und sich wünschen, dass eine der Mannschaften gewinnt. Richtig? But if they don't, nobody dies. Right?
Aber wenn sie es nicht tun, stirbt niemand, oder? Aber man muss sich hinten streiten, weil ich für diese Mannschaft war und sie für die andere und meine Mannschaft gewonnen hat oder ihre Mannschaft. Warum? Warum? Es ist ein Fußballspiel. Und das ist nur eine kurze Erfahrung. Wir sind nicht Menschen. Wir sind ein Bewusstsein, das eine kurze Erfahrung in einem Gefährt macht, dass wir Menschen. Oh, der Bruder ist geil, ja, der redet mir aus der Seele. Redet mir aus der Seele, Bro. Ich schwöre dir. Nennen. Wir sind ein ewiges, unendliches Bewusstsein. Wir alle. Wir sind alle Ausdruck eines Ganzen. Jetzt, ich würde den gerne einen Arm nehmen, Digga, ich schwöre dir. Einfach einen Arm nehmen, so. Sein bester Mann. I love you. Durch die Kontrolle der Wahrnehmung wird diese Einheit, diese Einigkeit in Fraktionen von Glaubenssystemen zersplittert und zerbrochen, was wiederum kein Problem ist, es sei denn, Sie möchten Ihr eigenes System jemanden aufzwingen. Und wenn wir einfach aufhören würden, uns gegenseitig zu bekämpfen und respektieren würden, dass der andere eine andere Ansicht, einen anderen Lebensstil hat als wir selbst. Meine Lebensphilosophie ist sehr einfach. Tun Sie, was Sie wollen, solange Sie es niemandem aufzwingen. So, und solange es nicht, meiner Meinung nach, tun Sie, was Sie wollen, solange Sie es niemandem aufzwingen und solange es nicht böse ist. So. Tu, was du willst, wenn es, ich habe das letztens in einer geführten Meditation, wenn es auf Liebe basiert, kannst du machen, was du willst. Es wird immer gut sein. Es muss auf Liebe basieren. Und nicht auf Hass oder, weißt du, auf irgendwas anderem. Weder psychologisch noch physisch, okay? Wenn ihr Menschen so handeln wollt und sich alle einig sind, dass ihr so leben wollt, dann lebt so. Aber wenn man anfängt, anderen aufzuzwingen, wie man leben soll, dann werde ich hellhörig. Und der Grund? Warum ich das tue, was ich tue, ist nicht, dass die Menschen so leben müssen, wie sie es möchten. Es ist, weil es den Menschen aufgezwungen wird, die nicht so leben wollen. Wenn man um die Welt reist, nach Südamerika, Mittelamerika und die Teile Asiens und so weiter oder Afrikas kommt, findet man dort sehr viele Menschen, denen es nicht gut geht. Sie versuchen einfach, einen weiteren Tag zu überleben. So muss es nicht sein. Das muss nicht sein. Aber wegen Teil und Herrsche ist es so. Und wenn wir schon von diesem Teile- und Herrscherspiel und diesen Glaubenssystemen sprechen, würden Sie sagen, dass sie aufgebaut und tatsächlich finanziert und befeuert werden? Und wenn ja, von wem geschieht das gerade, insbesondere mit diesem Links-Rechts-Paradigma? Nun, wenn man sich die alternativen Medien ansieht, die MAM, wie ich sie nenne, die alternativen Mainstream-Medien, diese Unterwanderung, die sich breit gemacht hat und die algorithmusgesteuerte und finanzielle Unterstützung und all das Zeug angenommen hat, dann gibt es da bestimmte Akteure. Da gibt es Tucker Carlson. Und ich sage nicht, dass diese Leute schlechte Menschen sind. Denn wenn man die Barrikade bis hierher und nicht weiter halten will, braucht man nicht einmal Leute dort, die wissen, dass sie das tun. You just have to have people in there, which you massively promote. Man braucht nur Leute dort, die man massiv fördert, deren Glaubenssystem und Weltanschauung ist, dass es auf die Politik ankommt. Dass Politik die Antwort ist. Und wenn man Trump einsetzt, ändern sich die Dinge und all das Zeug. Man braucht da keine Agenten, obwohl es welche gibt. Da machen wir uns nichts vor. Aber im Großen und Ganzen braucht man keine. Man stellt einfach Leute mit einem bestimmten Glaubenssystem ein und fördert sie auf Teufel komm raus. Und sie halten die Linie ein. Sie halten die Linie ein, weil sie nicht glauben, dass es jenseits der Linie etwas gibt. Und genau das ist passiert. Und wenn man sich die großen Namen anschaut, ich spreche von Joe Rogan, ich spreche von Russell Brand, ich spreche von, naja, ich meine, Alex Jones ist sogar mit hineingezogen worden. Das ist krass. Boah, der macht Real Talk, Bro. Er gehörte zu den früheren alternativen Medien. Yo,
Aber auch er wurde mit hineingezogen. Ist so. Ey, wie viele Leute gibt es, die jetzt so einen Real Talk raushauen, die das so auf dem Level durchschaut haben und auch, weil ich denke genauso. Alex Jones hinter Trump, Joe Rogan hinter Trump, dieser andere Tucker Carlson hinter Trump. Ich nehme die alle nicht mehr ernst, Bro. Ich nehme die alle nicht mehr ernst. Genauso wie die ganzen Leute in der deutschen Szene, die jetzt auf einmal hinter der AfD stehen und angebliche Aufklärer sind oder Leute sind, die es verstanden haben. Ihr habt nichts verstanden. Gänsehaut, ich habe Gänsehaut. Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut. Und wie viele gibt es von den Leuten, die das wirklich durchschaut haben? Bro, das kannst du jetzt mittlerweile wieder an einer Hand abzählen. Und somit ist das Ziel erreicht. Nach Corona gab es ganz viele aufgeweckte Leute, die die Weltverschwörung aufklären wollten und andere Leute auch aufwecken wollten. Und jetzt seid ihr wieder alle genau da, wo sie euch haben wollten. Und wir sind wieder genauso wenig wie vorher. Genau das war das Ziel. Und wenn man sich Tucker Carlson und so weiter anschaut, dann gibt es auch noch einen Typen namens Brett Weinstein und seinen Bruder Eric Weinstein. Es gibt also diese Leute. Sie erhalten die ganze Förderung. Aber dann gibt es noch eine andere Gruppe im Schatten um sie herum. Dabei handelt es sich um milliardenschwere Tech-Agenten, die die Unterdrückung des Gesamtzusammenhangs finanzieren und orchestrieren. Sie halten die Linie des kleinen Ausschnitts, weil es ihrer Agenda entspricht. Da gibt es vor allem einen, der Peter Thiel heißt. Peter Thiel, Digga. PayPal. Der Gründer von PayPal, richtig? PayPal. Sein Homie J.D. Vance, jetzt der Vize von Trump, wenn er Präsident wird. Ja, er war einer der Gründer von PayPal. Er war der erste private Investor bei Facebook und hat damit ein Vermögen gemacht. Aber es ist sehr einfach, ein Vermögen zu machen, wenn man weiß, was passieren wird. In Ordnung? Richtig, wenn man Teil des Vereins ist. Es ist wie bei George Soros. Zu investieren, wenn der Markt am Tiefpunkt ist, dann geht er wieder hoch und am Höchststand zu verkaufen. Das scheint ein Geniestreich in der Finanzwelt zu sein. Ist das Interview aktuell? Nee, ja, ein Monat halt, ne? Aber wenn Sie wissen, wann der Markt seinen Höchststand erreicht hat, weil es Ihnen diejenigen sagen... So haben die Rothschilds ihr erstes Money gemacht, meine lieben Freunde, damals. Auf dem englischen Stockmarket. Aber wenn Sie wissen, wann der Markt seinen Höchststand erreicht hat, weil es Ihnen diejenigen sagen, die ihn steigen lassen, dann werden Sie am Höchststand verkaufen. Und Sie steigen am Tiefpunkt wieder ein, wenn Sie ihnen sagen, dass es nicht weiter nach unten geht. Denn der gesamte Aktienmarkt, das Finanzsystem wird vollständig kontrolliert. Und wenn Sie dieses Wissen haben, weil Sie mit den Insidern verbunden sind, dann können Sie ein Vermögen machen. Man muss nicht besonders schlau sein. Man muss nur auf Grundlage dessen handeln, was man weiß. Da wäre zum Beispiel Peter Thiel, der Mitbegründer einer Firma namens Palantir. Palantir ist ein Anbieter von Überwachungs- und Hightech-Technologie für das Pentagon und die globalen Geheimdienste. Peter Thiel ist ein Mitglied des Lenkungsausschusses der Bilderberg-Gruppe, nicht wahr? Krass, das wusste ich nicht. They call him in the alternative media. Er ist ein Globalist, wie man ihn in den alternativen Medien nennt. Is a mate of Musk. Peter Thiel ist ein Kumpel von Musk. Er ist ein Kumpel eines Mannes namens Mark Andreessen, beziehungsweise Andreessen Horowitz. All diese Leute, ein anderer Typ namens David Sachs, all diese Leute sind Multimilliardäre, die plötzlich geschlossen Donald Trump unterstützen. Und sie haben sich den alternativen Medien oder einem bestimmten Teil davon zugewandt. Peter Thiel ist also ein Investor bei Rumble. Das soll ein alternative Plattform sein. Ein weiterer Investor bei Rumble ist J.D. Vance. J.D. Vance ist ein Geschäftspartner von Peter Thiel. Einem Mitglied des globalistischen Lenkungsausschusses der Bilderberg-Gruppe. Und J.D. Vance wurde gerade zu Trumps Vizepräsidentschaftskandidaten ernannt. Ein weiterer Mann, der sich in Trumps unmittelbarem Kreis befindet, ist ein Mann namens Vivek Ramaswamy. Ramaswamy und J.D. Vance gingen gleichzeitig auf dieselbe Schule.
venture capitalists. Sie sind beide Risikokapitalgeber. Und wer investiert in die Unternehmen der beiden? Peter Thiel. Und wer ist Peter Thiels Finanz- und Geschäftsberater? Eric Weinstein, der Bruder von Brett Weinstein, der plötzlich aus dem Nichts zu einem der Stars der alternativen Medien geworden ist. Wir haben es also mit einer Gruppe von Milliardären zu tun, die im Hintergrund agieren, und es sind Tech-Milliardäre. Sie sind KI-Milliardäre. Und was sie tun, ist, eine Situation zu inszenieren, in der sie die Regierung so weit kontrollieren, dass sie das bekommen, was sie im Hinblick auf die Einführung von KI wollen. J.D. Vance has made a fortune. Und J.D. Vance hat durch sein von Thiel subventioniertes Unternehmen ein Vermögen mit Technologieinvestitionen gemacht. Wissen Sie, es ist ein Verein. Wie sagte doch George Carlin, es ist ein großer Verein und du bist nicht drin. Das ist es, was passiert. Und wenn man nicht Teil dieses Vereins ist, deshalb habe ich immer allein gearbeitet und ich habe nie in irgendeiner Gruppe gearbeitet, kann man das sehen. Und das ist der Punkt. Es gibt einige großartige alternative Journalisten, die über den Tellerrand hinausblicken, aber sie bekommen nicht die algorithmusgesteuerte und finanzielle Förderung, die die Leute bekommen, die nur bis hierher und nicht weiter alternativ berichten. Und deshalb gab es nach Covid diese große Explosion des Erwachens und immer mehr neue Informationen. Und das hat aufgehört. Die Barrikadenbrigade, und ich beobachte sie die ganze Zeit, sie bringen nichts Neues auf den Tisch. Sie kaufen nur altes Zeug wieder. Und sie nennen es Offenbarung. Steht schon seit 20 Jahren in meinen Büchern. Oh, Enthüllungsbombensendung. Das steht schon seit 20 Jahren in den Büchern, Freunde. Sie kauen es nur wieder, weil sie die Linie einhalten. Und es gibt andere alternative Journalisten, die weit darüber hinaussehen, aber sie bekommen keine Unterstützung, keine Förderung. Richtig. Ja. Das ist interessant. Tja, unsere Zeit läuft ab. Vielleicht noch eine letzte Frage an Sie. Sie haben nun 35 Jahre Erfahrung darin, sich gegen den Mainstream zu stellen. Was ist Ihrer Meinung nach der Schlüssel, den Sie unserem Publikum geben würden, um diese globalen Verschwörungen zu verstehen? Und was wäre der Schlüssel zur Unterscheidung, um unsere Welt so zu durchschauen, wie sie ist? Okay. Es geht darum, zu sehen, dass die Welt in Bezug auf Ereignisse fragmentiert zu sein scheint. Die Ereignisse scheinen zufällig zu sein, aber sind es nicht. Ich will damit nicht sagen, dass die Leute sagen, glaubst du an die Verschwörungstheorie der Geschichte oder an menschliches Versagen? Und als ob sich das gegenseitig ausschließen würde. Das tut es nicht. Manche Dinge, die schiefgehen, sind nur das Werk von Menschen, die nicht sehr klug sind und dumme Dinge tun. Was ich meine, sind die Ereignisse, die die Gesellschaft verändern. Sie sind es, die die Richtung der menschlichen Gesellschaft bestimmen. Sie sind nicht zufällig, sie sind kalkuliert. Und ich denke, um es in eine einfache Struktur zu bringen, denn als ich 1990 anfing, wissen Sie, er ist Schwurbler, seitdem ich geboren bin, yo. 1990 bin ich geboren. Da hat der Bruder damit angefangen, überleg mal. Yo, mein ganze Lebenszeit ist er schon am Schwurbeln quasi. Das ist wild, Bro. Wenn man ein Puzzle macht, ich habe seit Jahren keins gemacht, aber wenn man ein Puzzle macht, dann möchte ich zuerst die geraden Teile haben. Ich will die geraden Teile, ich will den Rahmen, bevor ich sonst irgendetwas mache. Und dann fügt man die Teile ein. Und man merkt, je mehr Teile man einfügt, desto schneller fügt man sie ein, weil man jetzt sehen kann, wohin sie gehören, weil man sehen kann, wie sich das Bild entfaltet. Richtig? Und genau darum geht es bei dieser Art von Forschung.
Als ich anfing, dachte ich, okay, ich kann sehen, dass ein paar Leute die Welt kontrollieren. Meine Frage ist, wie machen sie das? Es muss eine Struktur geben, sonst wäre ja alles nur Chaos. Ja. Also habe ich mir vor langer Zeit Folgendes ausgedacht. Stellen Sie sich ein Spinnennetz um die Welt herum vor. Und jeder Strang des Netzes ist ein Geheimbund oder eine halbgeheime Gruppe. Und am äußeren Rand des Netzes befinden sich eine Regierung oder eine Regierungsbehörde oder ein Unternehmen oder eine CIA. Und in der Mitte des Netzes befindet sich die Spinne. In einem anderen Interview werden wir darauf eingehen, was die Spinne ist. Jetzt wird's interessant. Das Moment, in dem sich die ganze Welt wirklich öffnet, wenn man erkennt, was die Spinne ist. Das ist es, worum es beim bis hierher und nicht weiter geht. Lasst sie nicht wissen, was die Spinne ist, richtig? Sie haben also die Spinne. Und die Spinne steuert die globale Agenda. The strands in the web immediately around the spider. Die Fäden in dem Netz, das die Spinne umgibt, sind diejenigen, die wirklich über die gesamte Agenda Bescheid wissen. Und die meisten von ihnen haben nicht einmal einen Namen, weil sie dann schwerer zu verfolgen sind. Sie sind wirklich exklusiv. Je weiter man sich von der Spinne entfernt, desto mehr kommt man in den Bereich der Geheimgesellschaften. Von denen wissen wir. Wir wissen nicht, was sie tun und entscheiden, aber wir wissen, dass sie existieren. Das sind die Freimaurer. Und ich spreche von dem inneren Kern der Freimaurer, nicht von Bill und Joe in der örtlichen Loge. Ich spreche von den Malteserrittern, den Tempelrittern, den Opus Dei, dem inneren... Oh, Opus Dei, Bruder. Ey, David Icke muss man eigentlich nochmal richtig auseinandernehmen, gell? Wart mal ab, wenn ich vorbereite, ich muss mich darauf vorbereiten, dann mache ich einen Talk mit David Icke, der wird das ganze Internet zerstören. Da gehen wir ganz, 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 ganz tief rein. Kern des Jesuitenordens und so weiter. And that's still in the hidden. Und das ist immer noch im Verborgenen. Und all diese Organisationen sind streng in Abteilungen gegliedert. So haben nur einige wenige an der Spitze einer dieser Organisationen den Überblick über die wahre Agenda. Ja. Der Rest ist so, der Rest, also wenn du auch Freimaurer bist und so, du musst erst ganz hoch aufsteigen in den Graben, damit du überhaupt eine Ahnung davon bekommst, was da abgeht. Der Rest ist auch einfach nur... wird in Bezug auf ihr Wissen unterdrückt, je nachdem, wie weit unten diese in der Pyramide stehen. Im Grunde nennt man das Wissensgrade. Und wenn man dann weiter rauskommt, immer noch im Verborgenen, erreicht man das, was ich den Scheitelpunkt nenne. Der Scheitelpunkt ist dort, wo die Agenda, die von den verborgenen Geheimgesellschaften kommt, diesen Punkt erreicht, von wo aus sie durch Regierungen, Regierungsbehörden, Geheimdienste, NGOs, Pentagons und all diese Dinge in die ganze Welt hinausgetragen wird. An diesem Punkt finden Sie nun das Weltwirtschaftsforum. Hier finden Sie die Bilderberg-Gruppe. Hier finden Sie auch diese Explosion von häufig Soros-finanzierten NGOs. Hier finden Sie die Denkfabriken, wie sie genannt werden, und ihre Arbeit. Und noch einmal, sie sind in Abteilungen unterteilt, sodass die meisten Leute in den unteren Ebenen keine Ahnung haben, wozu sie gehören. Ihre Aufgabe ist es, die Agenda aus dem Verborgenen in die Öffentlichkeit zu tragen. Indem sie Regierungspolitik, die Unternehmenspolitik und die Politik der Behörden im Allgemeinen beeinflussen. Und das ist es doch, was das Weltwirtschaftsforum erstklassig tut, oder? Das ist es, was die Bilderberg-Gruppe tut. Mitglied des Lenkungsausschusses ist Peter Thiel. Richtig gehört, J.D. Vance. Oh ja, das dachte ich mir doch. Bro, der hat doch... Ich finde seine Stimme auf Englisch, ich finde die auch so nice zum Zuhören, gell? Also, hier hängt alles zusammen. Wenn man also in die Welt dieser Szene eintritt, scheint es für die Bevölkerung so, als gäbe es zufällige Unternehmen, zufällige Organisationen, zufällige Regierungen und alles Mögliche, richtig? Aber wenn man das Spinnennetz kennt, erkennt man, dass sie keineswegs zufällig sind. Every organization, whether it's the World Health Organization or whether it's...
Jede Organisation, sei es die Weltgesundheitsorganisation, Facebook, Twitter oder was auch immer, wird sich, wenn man tief genug in sie eindringt, mit dem Spinnennetz verbinden. Man wird den Punkt in der Organisation erreichen, an dem sie sich mit dem Spinnennetz verbindet. Und an diesem Punkt, auf dieser Ebene, sind sie alle dieselbe Organisation. Die Weltgesundheitsorganisation sagte also, das müssen Sie über Covid glauben. Richtig? And if you don't know about the web, then it's kind of bewildering. The Silicon Valley corporations like Facebook. Und auf der Stelle sagten die Silicon Valley Konzerne wie Facebook und YouTube, wir werden jeden zensieren, der im Widerspruch zur Version der Weltgesundheitsorganisation zu Covid steht. But you're supposed to be the public square. You're supposed to be the you know. Right. Bro, die Übersetzung ist gar nicht auch accurate. Wenn man das Netz nicht kennt, ist das irgendwie verwirrend. Und man denkt sich, aber ihr solltet doch der öffentliche Platz sein. Ihr sollt der Ort sein, an dem Debatten und Meinungen ausgetauscht werden. Aber das taten sie nicht. Sie sagten, wir werden alles zensieren, was im Widerspruch zur Version der Weltgesundheitsorganisation zu Covid steht. Warum ist das so? Auf einer ausreichend tiefen Ebene der Weltgesundheitsorganisation, die im Grunde von Gates geleitet wird, der ein Laufbursche der Rockefellers ist. Und die Rockefellers waren die Gründer der Weltgesundheitsorganisation im Jahr 1948. Und diese Sektenebene, die Netzebene von Facebook, ist die gleiche Organisation. Sie zensieren also im Namen des Spinnennetzes die Agenda oder schützen die Agenda, die von der Weltgesundheitsorganisation in Umlauf gebracht wird. So, der Bruder hat's echt nice durchschaut, den Laden, gell? Und der bringt es auch nice rüber, finde ich. So klar, auch nicht zu verrückt oder fanatisch oder irgendwie so. Ich finde, der bringt es halt auch mit einem guten Vibe rüber. Und vor allen Dingen, was mich am meisten fasziniert und wo ich am meisten auch Liebe gefühlt habe, ist, als er angefangen hat, von Bewusstsein zu reden und dass wir alle miteinander verbunden sind und dass es eigentlich eine Einheit ist, Oneness, so, weißt du? Und da merkst du, dass der Bruder auf jeden Fall nicht nur diese Schwurbelthemen durchschaut hat und wie das Spinnennetz funktioniert und wer da so die Welt gerade mehr oder weniger in die Richtung, also die Welt in der Hand hat, mehr oder weniger so, ne? Sondern auch, was die Lösung ist und wie es eigentlich sein müsste und wie wir da rauskommen. Und das ist der Schritt weiter, den viele nicht mehr machen. Die bleiben dann hängen in diesen ganzen Theorien und so und gehen den nächsten Schritt nicht, den spirituellen Schritt so, weißt du? It's like the CDC, the Centers for Disease Control. Dann gibt es Organisationen, die die Bevölkerung vor dem großen Pharmakartell schützen sollten, wie die CDC und FDA in den USA oder die MHRA, die britische Version. Jedes Land wird seine eigene Einrichtung haben, die dafür sorgen soll, dass die Bevölkerung vor dem Big Pharmakartell geschützt wird, nicht wahr? Indem sie darauf achten, dass alles sicher ist, was sie herausbringen. Aber wenn sie sich den gefälschten Covid-Impfstoff von Pfizer ansehen, und das war übrigens eine Militäroperation von Pfizer, BioNTech und Moderna, die sind zu diesen Organisationen bzw. Gesundheitsorganisationen gegangen und haben gesagt, wir wollen diesen gefälschten Impfstoff bei vielen Menschen anwenden und wir wollen das Alter immer weiter senken, bis wir ihnen Babys verabreichen können. Wir haben es zwar nicht getestet und selbst die Versuche, die wir hatten, waren nicht sehr gut. Man würde also denken, dass öffentliche Schutzorganisationen wie die CDC sagen würden, stopp, das ist nicht euer Ernst, Leute. Ist so. Ihr kommt der Bevölkerung nicht zu nahe. Aber das haben sie nicht getan. Und sie haben es nirgendwo getan. Sie haben ihnen Erlaubnis erteilt. Warum? Weil das Sektennetz die öffentlichen Schutzorganisationen besitzt und sie besitzen die Pharmaindustrie. Tatsächlich haben sie die Pharmaindustrie geschaffen durch die Rockefellers, J.D. Rockefeller. Da haben wir ein Video drüber gemacht. Ich habe das letztens schon erwähnt. Das ist so ein heftiges Video, wie die Pharmaindustrie übernommen haben und auch das Thema Heilung und Tabletten und diese ganzen Sachen und dann extra auch so Leute sterben lassen haben, die sich ganzheitlich um Heilung gekümmert haben und mit Pflanzen heilen wollten und so richtig krass, richtig crazy. Fäller und Leute wie ihn. Und wenn man sich ansieht, wie es funktioniert, passiert Folgendes. Die Sekte geht zur Sekte und bittet um Erlaubnis.
Ich vergesse das sowieso wieder, das zu verlinken. Etwa die Hälfte der Ärzte und medizinischen Fakultäten des Landes nutzten ganzheitliche Medizin, Naturheilmittel. Musst du mal überlegen, dass wir mal an dem Punkt gewesen sind, so weißt du? Und dann kam irgend so ein Demon um die Ecke, der gesehen, so, das Video müsst ihr euch reinziehen. Der böseste Mann der Welt, John D. Rockefeller. Da wird es 1:1 beschrieben, wie der die Pharmaindustrie in den Griff reingenommen hat, in seine Zwänge reingeholt hat. Eine Sektenagenda durchzuziehen. And unfortunately, the alternative media, the mainstream, so funktioniert das. Und leider hat sich der Mainstream-Teil der alternativen Medien daraufhin zurückentwickelt, das nicht mehr wie früher zu verstehen. Und so führt es die Bevölkerung vielleicht auf einen anderen Weg, aber es führt sie unaufhaltsam an denselben Rand derselben Klippe. Denn das ist ein wichtiger Punkt. Sie haben ihn gleich zu Beginn angesprochen. Musk sagt, dass KI das Ende der Menschheit sein könnte. Gleichzeitig bringt er mehr und mehr künstliche Intelligenz hervor. Und diese Chips fürs Gehirn und so. Auch Musk, dubios. Um genau das zu tun. Auch einer. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Der auf einmal Trump supportet und so. Daran kannst du meistens erkennen, ne? I remember it, I still do it. Es gab eine Zeit, ich erinnere mich daran, in der die alternativen Medien ihn entlarvten. Ich tue es immer noch. Sie sagten, Moment mal, Mr. Musk, Sie sind ein Frontmann, der die ganze KI hervorbringt. Sie schießen jetzt jede Woche Satelliten in eine niedrige Umlaufbahn. Zehntausende davon, für die sie eine Genehmigung haben. 4G, 5G, etc. at the Earth. Aber sie feuern mit 4G, 5G und so weiter auf die Erde und erzeugen diese elektromagnetische Cloud, mit der die Menschen verbunden sein sollen. Und das verursacht, auf Gründen, die ich in den Büchern eingehe, eine Menge Schaden, ein Schaden für die Menschen. Und sie haben diese Neuralink-Aktion, bei der sie die Menschen mit der KI verbinden wollen. Ist so. Sie sagen, dass die KI das Ende der Menschheit sein könnte. Und was er sagt, ist natürlich, nun ja, KI könnte das Ende der Menschheit bedeuten. Also müssen wir uns mit der KI verbinden. Der spittet Facts hier in dem Video. Sehr harte Facts. Dass wir die Menschheit retten können. Das ist doch Blödsinn. Das ist es, was die alternativen Medien sagten, richtig? Und dass die transhumanistische Agenda vorangetrieben wird. Was ist dann passiert? Er kaufte Twitter und verwandelte es in X. Und plötzlich verschwand die ganze Bloßstellung von Musk, weil er eine Menge von Leuten bis zu einem bestimmten Punkt Dinge sagen ließ. Hundertprozentig. Auf X kannst du auch nicht alles sagen, aber das hat er auch krass analysiert. Es ist einfach so. Der hat X genommen und hat Free Speech Plattform draus gemacht, Free Speech, und hat den Gegenwind von den alternativen Leuten keinen Gegenwind mehr bekommen. Es ist ganz genau so, wie er das beschreibt gerade. Und auch auf X gibt es immer noch Zensur. Halt nicht mehr so extrem, aber es gibt die noch. Also da wird da diese Grenze ein. Man darf ja bis zu einer gewissen Grenze gehen, aber darüber hinaus darfst du nicht gehen. Und die spielen halt bis zu dieser Grenze mit, sind aber auch Teil des Systems. Und es ist crazy zu ja, es ist schwer, das zu durchschauen, wenn du, also eigentlich ist es nicht schwer, das zu durchschauen, aber es wird den Leuten halt schwer gemacht. Wieso? Der macht doch X, der macht doch Freedom of Speech, der sagt doch geile Sachen im Interview, der supportet doch Trump, der ist doch Ding, der ist doch auf unserer Seite und so. Wenn du zu weit gehst, holst du dir einen krassen Shadowban. Und ich weiß, wie das ist. Du hast vielleicht 640.000 Follower auf deiner Seite, aber die meisten davon sehen deine Beiträge nicht. So funktioniert das. Jeder ist Teil des Systems, nicht jeder. This free speech god
Und weil er jetzt zu einem Gott der freien Meinungsäußerung geworden ist, haben sie plötzlich aufgehört, ihn wegen all dieser Agenden, fundamentalen Sektenagenten, KI-Agenten und Satellitenagenten zu kritisieren, für die er früher kritisiert wurde. Und das ist die andere Sache mit Musk. Wissen Sie, ich sage Ihnen was. Sie wissen, wann Elon Musk lügt, weil sich seine Lippen bewegen. Richtig? Was er tut, funktioniert folgendermaßen. Er fängt einen Streit mit einem Land wie Brasilien an. Oder er fängt einen Streit mit Australien an oder so. Mit der australischen Regierung. Oh, ich verteidige die Redefreiheit. Das lasse ich nicht zu. And this is from Twitter Data, X-Data. Das hat der Rumble Chris, der Chris von Rumble auch gemacht. Digga, interessant, yo. Im Hintergrund, und das geht aus Daten von Twitter, Ex-Daten hervor, hat Ex-Twitter unter Musk mehr Inhalte auf Geheiß von Regierungen entfernt als Twitter vor seinem Kauf. What the fuck? Bro, echt jetzt? Wirklich. To March of this year, Musk took down 40,000. In den 6 Monaten bis März diesen Jahres hat Musk weltweit 40.000 Inhalte auf Geheiß der Europäischen Union entfernt. Aber was er macht, ist, dass er öffentliche Kämpfe gegen Zensur austrägt und das verschleiert selbstverständlich, was er im Hintergrund tut. Das Ding ist halt, um jetzt ein bisschen zu verteidigen, so. Seitdem der die Plattform halt so gemacht hat, dass du halt viel Shit da posten kannst, ohne gebannt zu werden, sind die Leute halt auch extremer geworden, denke ich mal. Weißt du, was ich meine? Und vielleicht musste er deswegen halt ein paar Sachen runternehmen. Das ist jetzt nur eine Vermutung, so nur mal in den Raum reingeworfen, dass der dadurch halt mehr agieren musste. Aber das ist halt kein Free Speech. Die kämpfen halt den Kampf in der Öffentlichkeit, sagen, das ist Freedom of Speech und so. Und wissen Sie, was wir hier sehen, ist wieder eine Wahrnehmungsverschiebung. Weil er eine gute Geschichte erzählt und weil die Leute das ein oder andere auf Twitter sagen dürfen, bekommt die ganze Agenda, die er vorantreibt, plötzlich einen Freifahrtschein. Und dann plötzlich, und das sehen wir jetzt in den letzten paar Tagen, sagt er, ich werde grundsätzlich nie jemanden politisch unterstützen, weil X neutral bleiben muss. Und glaubwürdig. Ja, Digga, du unterstützt Trump, Bro. Zu sein. Jetzt schüttet er sein Geld in Trump und unterstützt Trump. Diese Leute wie Andreessen und Thiel und so weiter, die alle zu dieser Bande gehören, wechseln jetzt zu Trump und Sachs und all diesen anderen Leuten. Große Milliardäre aus dem Silicon Valley. Und sie sind diejenigen, die die alternativen Mainstream-Medien finanzieren, die plötzlich gar nicht mehr alternativ sind. Ja, das ist krass, Bro. Ja, das ist so traurig. Man hatte ja kurz so ein bisschen das Gefühl, so Rumble, Twitter, X, weißt du, dass das vielleicht wirklich eine Alternative ist, aber... Und das ist kein Zufall. Ich bin jetzt 72 Jahre alt. 72? Bruder, ich hätte den jetzt auf 60 oder so geschätzt. 50, 60. Und ich habe keinen Grund, das zu tun, außer... dass ich die Welt für diejenigen, die hier sein werden, wenn ich gehe, nicht so haben will, wie diese Leute sie ihnen überlassen wollen. So. Und egal, welche Beschimpfungen ich von den alternativen Mainstream-Medien und ihren Anhängern erhalte, ich werde sie weiterhin anprangern, weil es so wichtig ist, dass wir erkennen, dass es jenseits des Politischen... Stark, Bro, stark, stark, stark. Oh, vielen Dank. Jenseits der politischen Barrikade, dort liegen die Antworten. Und deshalb wollen sie nicht, dass wir dorthin gehen. Richtig. Wow. Danke, David, dass du all diese Punkte für uns verbunden hast. Das war erstaunlich. Ja, und das war nur ein Kratzen an der Oberfläche. Ich danke Ihnen vielmals. Dieses Buch... Crazy. Geiler Talk. Am 1. September heraus, die Enthüllung. Und es wird auch ein Hörbuch sein, ich nehme es gerade auf, und es wird natürlich auch ein E-Book sein. Aber das geht so tief in den Kaninchenbau hinein. Fühl ich?
If people realize what lies beyond, wenn die Leute erkennen, was jenseits der politischen Arena liegt, in Bezug auf die Weite, nicht nur der Verschwörung, sondern der Weite dessen, was wir wirklich sind, würden sie es aus ihrer Ich-kleiner-Mensch-Perspektive niemals glauben. Sie sind kein kleiner Ich-Mensch. Es gibt kein Ich bin ein kleiner Mensch, außer der Wahrnehmung des Ich bin ein kleiner Mensch. Wir sind alles, was ist, was war und jemals sein kann. Und wir haben nur eine kurze Erfahrung, die wir Mensch nennen. Und wenn wir das erkennen, dann wird uns keine Sekte mehr kontrollieren können. Und sie wollen nicht, dass wir genau das wissen. Amen, Bro. Gesagt. Danke, David. Und hier ist Ihr Applaus. Danke, Kollege. Danke, dass Sie zu AZK gekommen sind. Bruder, Legende. Danke. David, bester Mann, Digga. Thank you very much. Ich danke Ihnen vielmals. Tun, was er amazing findet. Geiles Ding. Richtig geiles Ding, Digga, sag ich euch ehrlich. Also richtig starkes Interview. Da hat der David mal wieder ausgepackt. Ist einer seiner aktuellsten Dinger, glaube ich auch, ne? Nice. Yes, Freunde. Haben wir durchgezogen? Ich küsse euer Herz. Schreibt jeder auf jeden Fall muss das tun, was er amazing findet. Eure Gedanken zu dem Interview unten in die Kommentare rein. Ich fand es sehr, sehr stark. Sehr interessant. Anregend. Einfach nice, Bro. Einfach nice. Ich liebe euch, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.